Meistens für den Server ein bisschen zu schnell. Ja. Kommt dann mit dem Generieren wieder nicht nach. Bei dir ist irgendwas runtergefallen, kann es sein. Nee. Ja, quasi diese, wie soll ich das sagen? Das ist quasi dieser Schreibtisch, der, weil ich immer, ich habe ja noch so einen Schreibtisch, wo man Tastatur und Maus ausziehen kann. So, Ja, okay. das knackt ab und zu mal so zwischendurch mal. Ja, Black, alles fit und bei dir? Hi, Black. Da unten kannst du was scannen. Sind. Da sind meistens irgendwelche Nodes. Meistens sagt er. Ja, dann würde ich mal Sauerkrautsaft trinken, habe ich gehört, soll helfen. Auch wenn ich mir jetzt nicht ganz schlüssig bin, warum du das in meinen Chat schreibst. Wo bist du denn? Ach, da hinten eierst du rum. Ich suche halt nach Not. Ja, komm mal zu mir. Hier ist bestimmt eine in dem Obelisken drinnen. Da sind nämlich immer welche drinnen eigentlich. Da ist auch einer. Kann ich Also wie auch nicht gesagt, scannen. in den Obelisken sind meistens welche drinnen. Oder die Obsidian-Karre konnte ich scannen. Und schau mal, die manche Steine hier lassen sich bei dem Ding hier auch scannen. Steiner scannen hier. Auch. Und ich weiß nicht, ob die Pilzkuh zählt als normale Kuh. Glaube ich, bringt nichts, die zu scannen. Jetzt weiß ich. Ich glaube, das lasse ich hier mit dem Abbau von dem Skystone. Da lande ich nur in der Lava. Glaube, wir werden einen kurzen Schlenker machen. Weil drüben schon wieder Haufen von den hohen Ich kill Minecraft Bäumen steht. Nicht. Du hast jetzt auch einen Server. Das ist doch schön, Black. Achso, jetzt dachte ich, da ist ein Dorf, aber das ist ja gar kein Dorf. Er hat der Meteorit die ganzen Kronen abgesäbelt von den Bäumen. Die sind alle irgendwie abgebrochen. Von den großen. Wenn du mal guckst hier rundherum, die sind alle abgebrochen. Ja. So muss das. Er hätte ruhig noch mehr absägen können. Ja. Dass ich schon wieder das Zeug aufgenommen habe. Exit. Ah, Hexet spielen wir auch lustig. Immer noch auf der, was war das für eine Version? Schlag mich tot, Steinalt 1.6. Oder noch früher. Schauen wir mal. Ja, es war auf jeden Fall. Ich erinnere mich, das war eine sehr, sehr steinalt Version. Hier kommt Zeug angeflogen.
Ein Dorf hätte mal wieder was Schönes. Also, ja, Meteoriten schlagen hier ein wie sonst was. Ja. Das ist ja fast schlimmer wie Evilcraft, wo alle 50 Meter eine Hütte steht. Aha, du hast dein Enderbeutel gerade angehabt. Ich hab's genau gesehen. Unmöglich, hast du es gesehen, hast du das gar nicht. Ich bin jetzt gerade zu voll, echt dem Zeug nachzulaufen. Einmal Magnet an und einmal Regen aus. Danke. Ich habe den Magneten die ganze Zeit an. Aber da kommt so viel Scheiß angeflogen die ganze Zeit. Ja, deswegen. Ich habe mich doch vorhin schon gewundert, dass mir das Zeug entgegenfliegt. So, wieder ein bisschen Skystone mitgenommen. Mehr wollte ich jetzt nicht mitnehmen, weil da war schon wieder außenrum lauter Lava. Oh, ich habe ein Dorf gesehen. Dorf. Schon wieder mit einem. Ich glaube, an dem waren wir schon mal. Hm. Oder nicht? Ja, weil hier wieder. Nee, hier waren wir nicht, weil wir konnten es an. Andere sahen was aus. Ja. Das ist ein sehr offener Turm. Nee, ist er nicht. Hä? Was hatten die hier vor? Unsichtbare Blöcke. Ich glaube, das ist Bug oder so. Wo ist ein Eingang von dieser Hütte? Hier. Gibt es hier Newscrafte? Dingens. Golden Nugget, Glowstone Dust und ein Erz. Das nehme ich alles ganz entspannt mit. Ich weiß, es gibt hier Tinkers. Sind zwei Stück wieder. Ja, also, aber das interessiert mich eigentlich, weil wir haben ja schon alle Sachen eigentlich von Tinker. Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, einfach weil ich es kann, ist der Ding. Meinst du, mir würde der Name jetzt gerade einfallen? Der Pisten. Was macht denn hier ein Schwein im Haus? Ist ein Hausschwein oder was? So, was gibt's denn hier unten noch? Da haben wir auf jeden Fall mal eine Schmiede ohne Kiste. Da war es offenbar du schon. Ja, da war nichts wirklich hier Besonderes drin. War nichts drin? Ich finde die Idee. Schwerter und diese komischen dunkle Barren da. Hm? Ja, das war's auch schon. Hm, brauchen wir nicht. Den Pist nehme ich wieder mit. 1.52, das ist ja noch mehr in Steinzeit. Ja, aber der Hexit-Server, die auf diese Version laufen, die laufen echt stabil. Jetzt bin ich schon im dritten Haus mit Tinkers Kram. Aber leider kein Mythcraft-Zeug. Bis jetzt, glaube ich. Also ich würde jetzt auch keine Bibliothek oder ähnliches sehen. Mir so ein bisschen informiert, da soll man am besten, wenn man so ein Dorf hat, immer schön die Sachen mitnehmen. Ja, ich hänge irgendwo. Ich hasse diese blöden Blumenkästen, diese Haken. Ja. An denen bleibt man. Ja, an den Blumenhaken da bleibt man immer dran hängen an diesen blöden Westviechern. Ja, für Hexit mag das reichen, für Dings nicht. Für Life in the Woods nicht, auf keinen Fall. Und für unsere Version schon gleich gar nicht.
So, ich habe mal neue Crops mitgenommen. Die habe ich nämlich vorher noch nicht bei uns gesehen. Kann ja nicht schaden. Ja. Aber ansonsten war hier so nichts mehr. Die ganzen Felder, die restlichen, die haben überall nur das Standardgedöns drinnen. Hm. Hier ist noch eine Note. Hast du, ne, du hast einen Shader auch an, aber ich sehe die irgendwie einen Shader überhaupt gar nicht. Ja, du, weil du hast gerade wieder den Enderbeutel in der Hand. Ja. Oh, die konnte ich, upscannen. Siehst du das mal? Haben wir doch schon wieder was Neues. Wir wollten eine Schlucht finden. Tada! Genau daneben. Na gut, das ist aber nichts Großes hier, ne? Das ist ja. Unterbeutel weg. Das bräuchte ich da mal ganz durch. Nee, groß ist sie nicht, da hast du recht. Aber es ist eine da. Ja. Hier noch irgendwie Ärzte scannen hier. What? Du hast dir einen neuen PC gegönnt. Du bekommst auch alle Arschlang von irgendwelchen Leuten irgendwelche PC-Teile. Für was brauchst du dann jetzt schon wieder einen neuen PC? Hm? Was denn? Ich habe mich nur gerade gewundert, weil es so nach hier kurzfristig nach Vesper klang, aber ich habe keine gesehen. Was haben wir denn hier? Sprucewood haben wir ja schon. Manchmal ist es echt. Ja? Meinst du, wir haben irgendwie nicht. Wir haben irgendwie. Ja, irgendwie einen Baum noch nicht? Bestimmt. Wir haben ja einige. Uns fehlen ja noch ganze Biome. Erinnere dich, wir hatten mal auf dem alten Server, als wir auch eine fette Reise gemacht haben, das eine Biom gefunden mit diesen riesigen pilzähnlichen Blumen. Das habe ich hier, das haben wir hier noch gar nicht gefunden. Na, stimmt. Also da haben wir noch. Zwei neue Steinsorten gescannt, sehr schön. Hier müsste dann wieder was für dich zum. Ach, da oben ist wieder ein Tinkerstall. Hier ist schon wieder eine Note für dich dann. Oh, genau daneben gehüpft. Wobei, wurscht. Da unten. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was. In was wir zum Beispiel auch noch nicht gefunden haben, weder auf der alten Karte noch hier bis jetzt, ist ein. So, die Erze nehme ich hier mit. Ein Tempel, wo man ins End könnte. Ja, aber da braucht man ja am besten so ein Enderauge. Ja, die Enderaugen, die sind nicht das Problem. Wir haben genug Enderperlen. Dann braucht man nur noch eine Blaze Rod, die kann ich selber herstellen. Und dann hat man blub, Enderaugen. Das ist kein Problem. Oh, da findet man ja auch dann ziemlich schnell eine Festung. Wir müssten sogar, glaube ich, Enderaugen im ME-System haben. Wo bist du denn gerade? Sehe ich nämlich auch gar nicht auf. Achso, Moment. Wo bin ich? Da. Wenn du mal zu mir kommst, da ist noch eine Note zum Scannen. Da ist auch ein Dorf, ne? Wo ist ein Dorf? Direkt hier neben, hinter dir. Dreh dich einfach mal um. Jetzt wirst du es sehen. Na, die Note kann ich noch nicht scannen, auch nicht. Hinter mir ist ein Dorf? Ach, da hinten. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Wieder so ein Baum, wo was drunter ist. Nein. Aber das hat hier auch wieder keine Bibliothek, so wie es aussieht. Dazu sind die Häuser zu klein. Doch, hier ist eine. Boah, komisch zugebaut. Wo sind die Tür? Ach, da. Also komisch zugebaut, die Dinger. Ach, komm, geh mir jetzt nicht auf den Sack hier. Mach mir die. Habe ich das falsche Werkzeug dabei? Nee, eigentlich nicht. So, jetzt komme ich aber hier rein.
Aber ist nichts drinnen. Nur Crafting Station und ein paar. Aber die kann ich trotzdem mitnehmen. All die Bücher werden wir dann eh brauchen. Und meine Taschen sind voll. Und ich habe keinen Enderbeutel dabei. Das habe ich super geplant heute. Na egal, schmeiße ich alles erstmal da rein. So, Bücherei hier ist geplündert. Oh, noch eine. Und die Büchereien sind ja eigentlich diese stinknormalen Dinger. Da ist aber noch nicht hier so eine Mistcraft. Mistcraft-Dingen. Ich habe gerade Standbild. Jetzt habe ich Ring of Death. Na toll. Läuft gut. Schauen wir mal. Ist das eigentlich hier, hä? Das ist ein halbes Haus, einfach im Wasser oder was? Das ist ein ganzes Haus im Wasser. Ich glaube, ich muss das killen. Ah, das ist also das Mistcraft-Haus, was eigentlich einfach im Wasser drin liegt. So. Weil wie gesagt, die 1 TB HDD zusammen mit der 128 SSD liegst du da ungefähr schon bei 180. Dann kannst du ungefähr nochmal einen knappen 150 drauf rechnen für die Dings, für die 8 GB DDR4. Dann kannst du ausrechnen, dann bleibt nicht mehr viel übrig für Prozessor, Mainboard, Lüfter, Gehäuse. So, welche Richtung wollen wir eigentlich weiter eiern? Weiter nach Osten, würde ich sagen. Weiter nach Osten, okay. Der Sonne entgegen. Ja. Dann der Sonne entgegen. Also ich weiß jetzt nicht, was in der Schweiz standardmäßig Garantie sind. In Deutschland ist es. Bei uns in Deutschland ist es ein Jahr. Nach einem Jahr musst du nachweisen, dass der Mängel schon war. Also da wird die Beweislast umgekehrt. Ach so, ein Restposten. Hier ist noch was für dich dann zum Scannen. Sogar zwei Sachen gleich. Ein Obsidian-Teil und ein Obsidian-Totem. Und weiter drüben nochmal Obsidian-Gedöns. Müsste auch noch eins? Ach, da steht auch noch eins. Ja, kann ich auch nicht scannen, noch nicht. Kannst du noch nicht scannen? Bist du noch nicht mächtig genug? Nein. Dann vielleicht den hier. Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein. Hast du den Truthahn schon gescannt? Truthahn. Okay, kann ich nicht mal rechtsklick drauf machen? Okay. Okay. Dann hast du hier eine reguläre Node und wieder das Obsidian-Teil. Obsidian konnte ich jetzt scannen, im normalen Block. Na, jetzt kann ich auch die anderen Sachen scannen hier. Erst nach und nach. Ja, es dauert immer. Musst du sozusagen leveln, das. Deine Scan-Fähigkeiten. Na, was zu trinken hier mal herholen. Ob das jetzt auch scannen kann, die Dinger. Das konnte ich jetzt auch scannen. Ein Schlückchen eiskalten Eiskaffee. Aber diese Totem, die Köpfe, kann ich noch nicht scannen. Na, dann wird es noch ein bisschen dauern. Da kann ich jetzt hier Stein, Altar. Nein, Risk. Nö. Die Not. Nö. Hat sich's geändert.
Das finde ich in der Nacht eigentlich besser, weil da siehst du eigentlich, hier sind eigentlich alle Arschlangen irgendwo immer irgendwelche Nodes. Das Problem ist, die siehst du nur meistens nachts. Na, das ist auch, ich habe jetzt gerade auch nie eine gesehen. Aktuell. Wo es immer auch ganz viele Nodes gibt, ist, wenn du übers Meer fährst. Da habe ich zum Beispiel zumindest auf unserer alten Map immer ganz viele Nodes gesehen. Wobei ich da immer nicht weiß, mit welchem Shader man die am besten sieht. Ich habe die nämlich ohne Shader schlechter gesehen als mit damals. Okay. Aber es war auch ein anderer Shader als die wir jetzt einsetzen. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Shader. Du müsstest dann nicht die ich im Modpack mit eingebaut habe, glaube ich, gell? Aktuell nehme ich die gerade wieder. Ach so. Hier ist eine Note. Also beim Wasser sieht man es ja eigentlich immer am besten. Ja, wo ist denn die? Schau auf meinen Screen-Dings. Hier, ich bin genau drauf. Eigentlich jetzt. Da, ich sehe die überhaupt nicht mit dem Shader. Ist so. Ich sehe die erst, wenn ich ganz vorne bin bei der. Ah, die konnte ich auch scannen. Warte mal, ich mach mal erstmal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Shader ich gerade drin habe. Sekunde, ich schau kurz nach. Ich habe den 164 Extreme, aber ich glaube, der läuft bei dir nicht so gut, oder? Also wird, glaube ich. 164 Extreme, ja. Okay, da habe ich noch alles wie alte Version drin. Ich habe 1.13 und 1.14. Hä? Ich habe doch alle Shader ins System mit reingenommen, ins Modpack mit reingenommen. Die müssten aber. Kein neuer drin. Bei mir. Ich muss mal kurz eben die Twitch-Seite reloaden, weil aus irgendeinem Grund habe ich da noch ein Bild drin, wo wir Dings gebaut haben. Läuft. Der Stream läuft aber ganz normal, oder? Ist auch gerade stehen geblieben bei dir. So, schau mal, hier ist noch eine Note. Die Twitch-Seite geht nicht mehr. Warten. Oh nein, nicht warten. Der Stream geht noch. Okay. So. Das ist immer blöd, weil ich es nämlich dann nicht sehe. Weil bei mir hat Twitch nicht mehr reagiert. Also, da muss man da irgendwie noch was anderes überlegen. Er hat Twitch nicht mehr reagiert. Also, da. Okay, jetzt habe ich das wieder da. Jetzt muss ich noch kurz den Chat auspoppen, damit ich den mir getrennt habe. So. Die Note hier hast du gescannt? Ja, habe ich. Okay. Wie gesagt, also. Ich weiß es ja, als ich früher immer unterwegs war, hier ist noch eine. Da. Bei der habe ich schon alle. Die, bei der ich hier stehe, auch? Ja. Okay. Ich war ja früher oftmals mit dem Boot unterwegs auf der alten Map und ich weiß eben, dass beim Wasser immer ganz, ganz viele Nodes waren. Ich habe mich anfangs gewundert, von was die überhaupt sind, weil ich das. Wie kann hier Lava runterlaufen? Müsste doch hier alles zu Obsidian werden oder zu Cobblestone. Das geht doch gar nicht. Aber wenn ich hier durch das Thermometer gucke, dann sehe ich die Nodes auf jeden Fall viel besser. Ja, gut. Dann guckst du halt durch deinen Thermometer. Dann schauen wir einfach mal, was hier
dahinter ist. Ja. Wenn wir doch wohl irgendwo mal eine hübsche Furche in der Gegend finden. Ja. Oder vielleicht auch mal irgendwo mal eine Gegend, wo mir gefällt, wo man das Nitro-Portal hinzimmern könnte. Was ich dieses Mal vielleicht sogar nochmal eine Nummer größer bauen werde. Bin mir noch nicht sicher. Ja, das alte fand ich schon gut, aber ich neige überhaupt nie und niemals zu Übertreibungen und deswegen habe ich mir überlegt, das neue vielleicht nochmal eine Nummer größer zu machen, sodass ich das Nitro-Portal wirklich auf maximale Größe ausdehne, was halt maximal geht. Und dann links und rechts einfach die Türme dazu mache. Zur Not ändere ich noch die Serverkonfiguration, dass ich weiter nach oben bauen kann. Weil nach oben bauen ist ja kein Thema. Aber weiß ich halt noch nicht. Nur Asus-Komponenten, okay. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger Geschmackssache. Wobei, also mein Member, das ist ja auch von Asus. Die Grafikkarte bei mir ist von MSI. Entweder waren wir hier schon mal, weil ich habe gerade eine verfallene Brücke gefunden. Ja, und die waren hier schon mal. Okay. Wir sind also jetzt einmal im Kreis geeiert. Ja. Genau, da ist die verfallene Brücke. Hab ich gerade mal auf der Map nachgeguckt. Bist du sicher, dass wir hier waren? Ja, bin ich. Halt. Wenn du mal guckst. Muster Pflasterstein, ne? Wenn du mal guckst, ich mache hier mal die Map auf. Und ich hatte mir diese Brücke ja markiert gehabt. Ja. Und da siehst du, wir kommen jetzt von da oben, sind jetzt einmal so runter und so rüber. Und beim letzten Mal sind wir halt irgendwo hier so lang geeiert. Und dann wahrscheinlich irgendwie so oben lang. Deswegen weiß ich, dass wir hier schon mal waren. Und theoretisch dürften in den Kisten auch nichts mehr drin sein, weil ich die geplündert habe. So ein paar Steinproben mit für die Schüssel, mit dem Schüsselzeug, dass ich auch weiß, wie die rausgemacht wurden. Das ist ziemlich interessant. Die Teile. Ich nehme mir mal ein paar Fantasy Blocks mit. Also die nehme ich auch gerade die Proben mit, weil die, wie gesagt, kann man noch wenigstens rausfinden, wo man die rausmacht. Was haben wir hier? Büsche, die mir gerade noch unbekannt sind. Nehme ich auch mal mit. Habe ich eine Schere dabei? Ich hoffe, ich habe eine Schere dabei. Nein, habe ich nicht. Dann schlaf gut, Black. Ich wünsche dir gute Besserung mit deinem Magenproblem. Ja, gut nach Black. Und für mich auch gute Besserung. Keine Schere dabei. Ist heute nicht gut vorbereitet für die Reise. Welche Büsche meinst du? Welche Büsche meinst du denn? Normale Schere. Hier, die für die Blätter hier. Rainbow Eukalyptus Leaf Gedöns. Ich weiß nicht, ob das hier auch irgendwo einen Baum dazu gibt. Doch hier, da ist ein Baum drinnen. Warte mal, das muss ich aber anders machen. Ich will das Holz. Ach, die Dinger sind das. Die hatten wir schon mal gesehen. Das ist kein neuer Baum. Aber ich habe den nicht im System.
habe einen Setzling davon gekriegt, das ist der Regenbogen-Eukalyptus-Setzling. Aha. Genau, und ich hätte halt gerne einen Setzling dafür. Davon, in einem Baum, damit wir die halt nachzüchten können. Jetzt habe ich auch keine Schere mehr, sondern mein letzter. Ich habe da weiter.